Hallo, mein lieber Skorpion und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Skorpion. Lieber Skorpion, schön habt ihr alle hierher gefunden. Ich hoffe, euch geht es gut. Wir schauen uns heute die Karten für die Liebe an. Diese Legung ist für alle, die die Skorpion-Energie leben und fühlen. Das heißt, du kannst Skorpion im Sternzeichen sein, Aszendenten, Mond oder in der Venus. Wichtig ist einfach, dass du dich mit dieser Energie wohlfühlst. Das heißt, dass du dich damit identifizieren kannst. Behalte aber auch im Kopf, dass es manchmal wirklich so ist, dass gewisse Botschaften vielleicht nicht für dich sind, sondern für jemanden, der energetisch mit dir verbunden ist. Aber das wirst du sofort fühlen, falls das der Fall sein sollte. Nichtsdestotrotz behalte immer wieder im Kopf, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Hör da wirklich auf deine innere Stimme, sie leitet dich, sie führt dich, sie sagt dir, was zu dir gehört und was eben nicht. Ja, lieber Skorpion, wie immer, alle Infos zu persönlichen Legungen findest du unten in der Infobox. Unten findest du auch noch den Link zu meinem Instagram-Kanal, wie auch zu meinem Podcast hier auf YouTube. Darfst du gerne reinschauen und mir auch da folgen, wenn du magst. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch, lieber Skorpion. Die Liebe. Was ist wichtig für dich? Was solltest du zurzeit wissen? Lieber Skorpion, die Liebe. Oh, sehr schön. Das sieht schon mal gut aus. Harmonie. Harmonie möchte einkehren. Balance möchte kommen. Geben und nehmen. Balance zwischen Beruf, Alltag und Liebe. Ich habe auch das Gefühl, das ist eine kleine Erinnerung an dich, dass du dich wirklich auch auf das Thema Gleichgewicht achtest und auf das Thema Harmonie. Schau die schönen Dinge an, also wirklich den Fokus auf das Schöne, weil das bringt das Gleichgewicht. Das heißt jetzt nicht, dass du Probleme oder so, falls Probleme vorhanden sind, unter den Teppich kehren solltest, überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, es geht wirklich allgemein darum, Balance zu erhalten. Und dafür kann es natürlich möglich sein, dass du dich von einem Ungleichgewicht trennen musst. Das kann ein Glaubenssatz sein, etwas, was dir nicht gut tut. Aber das musst du für dich selbst herausfinden. Ich habe aber auch das Gefühl, es geht auch um das Thema Arbeit. Das heißt nicht nur sich in der Arbeit verlieren, sondern auch Zeit für die Liebe haben. Vielleicht ist es ein Thema von dir oder von deinem Gegenüber. Schauen wir mal, was ist das Hauptthema in der Liebe, lieber Skorpion? Was ist wichtig für dich? Was solltest du wissen? Wir haben hier Transformation steht vor der Tür. Das heißt, es ist Zeit für Wachstum. Es ist Zeit, vielleicht auch neue Wege zu gehen. Hier haben wir wieder diese Waage. Hier hatten wir ja auch die Waage. Geben und nehmen. Das, was wir schon hatten, ganz wichtiges Thema. Jetzt nicht, ich rede vor allem von Energie, oder? Energetisch, dass die Balance stimmt. Das heißt, wenn du dir Liebe wünschst, dass du auch der Liebe Raum gibst. Dass du dem auch Zeit gibst. Und dass du dich natürlich auch nicht mit Krümeln zufrieden gibst. Das heißt, wenn dir jemand nur so häppchenweise Liebe gibt und du bist am Verhungern, dann ist das für dich ein Zeichen, hey, es muss das Gleichgewicht her. Weil 6 der Münzen kann man auch darauf hindeuten, dass man nach Liebe bettelt. Also bettle nicht nach Liebe, bettle nicht nach Aufmerksamkeit und nach gesehen werden, sondern finde den Menschen, wo das automatisch kommt, wo das Gleichgewicht kommt. Ich sehe hier auch
dass eben eventuell zwei Themen da liegen könnten. Entweder sind es zwei Personen oder es ist noch das Thema Beruf. Habe ich irgendwie das Gefühl, dass wie dein Fokus vielleicht irgendwo anders ist momentan, obwohl dir Liebe wichtig ist. Aber es ist schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen, aber du möchtest das. Weil ich sehe hier auch manchmal ein bisschen hin und her gerissen sein, dass dadurch eben eine leichte Stagnation kommen könnte. Und die Karte möchte dich einfach daran erinnern, das Gleichgewicht zu wahren, dass das ganz, ganz wichtig ist. Wir haben hier schon wieder sechs der Münzen, eben das Thema Geben und Nehmen. Also opfere dich nicht auf für die Liebe. Das heißt, gib nicht nur, weil dann wirst du verhungern, energetisch gesehen. Weil du so viel von dir gibst, wahrscheinlich dann zu viel, dass du energetisch auslaugst, also ausgelaugt bist. Also hier ganz wichtig, sorgsam mit dir umzugehen und auch sorgsam mit deinem Mitmenschen, also das Geben und Nehmen. Was ist das Hindernis? Was hindert dich daran, die Balance zu wahren? Was hindert dich daran, ja, das Gleichgewicht zu wahren, Harmonie? Königin der Stäbe, die Welt. Ich sehe hier ein, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, hier liegt ein ganz großer Traum. Kann auch eben, ich weiß nicht warum, aber ich nehme ganz stark das Thema Beruf wahr, auch Selbstständigkeit oder sich selbst verwirklichen, kann auch mit dem Thema Ausland zusammenhängen. Hier liegt ein großer Wunsch da, den man sich erfüllen möchte. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Wunsch, aber es ist eine kleine Herausforderung, alles unter einem Hut zu kriegen. Entweder ist es dein Thema oder von jemandem, der auf dich zukommt oder schon bei dir ist. Eventuell kann auch die Vorstellung, das ist jetzt nicht für alle, bekomme ich auch etwas rein, vielleicht unterschiedliche Wertvorstellungen, vielleicht unterschiedliche Nationalitäten. Entschuldigt, ich habe so starke Allergie. Unterschiedliche Werten oder kann ich sagen, dass jemand wie vor Energie sprüht und dass die andere Energie dann wie gedämmt wird, weil die andere Energie so dominant und fokussiert ist, vielleicht leidenschaftlich, passioniert, ehrgeizig, dass die andere Energie wie eingeschüchtert ist. Vielleicht bist du die Energie mit dieser Dominanz oder dein Gegenüber. Und hier braucht es auch ein Gleichgewicht. Das heißt nicht, dass du dein Licht dämmen sollst, überhaupt nicht, sondern erschaffe Raum auch für das andere Licht. Das meine ich damit. Ich sehe hier auch, dass es Zeit ist, einen Kreislauf zu schließen. Aber es wird als Hindernis angezeigt. Warum wird es als Hindernis angezeigt? Ich habe das Gefühl, es geht um das Thema Innen- und Außenwelt, das Thema Materialismus und vielleicht auch Spiritualität eine Brücke bilden. Es geht um eine Brücke zwischen vielleicht Thema Finanzen und Thema Intuition oder Thema Gefühl und Business zum Beispiel. Also hier irgendeine Brücke, habe ich das Gefühl, ist, es ist nicht so einfach, eine Brücke zu bilden. Man fällt sehr stark schnell in die Finanzenergie oder Erdenergie, also Berufsenergie zum Beispiel, oder wieder in das andere Extreme, in das Gefühlvolle, in das Spirituelle. Ich habe das Gefühl, es geht darum, eine Brücke zu bauen. Du brauchst, oder ihr braucht beides, das ist wichtig. Oder du brauchst beides, oder dein Gegenüber braucht beides. Es ist wichtig, dass hier eine Brücke gebildet wird zwischen Beruf, also ein bisschen das Innenleben und Außenleben, habe ich das Gefühl. Und hier liegt aber eine Chance für eine Brücke, also dass man eine Brücke bauen kann. Eventuell könnte hier eine Person kommen, die sehr stark beruffokussiert ist und du bist eher der Part, der tief geht, die Seelentiefe. Und ihr könnt davon, also voneinander lernen. Du kannst lernen im Bereich von der Energie von deinem Gegenüber und dein Gegenüber kann von dir lernen. Ich habe das Gefühl, eben
Eine Brücke wäre gut. Ich weiß nicht warum. Ich nehme einfach Brücke wahr. Sehr wichtig. Und ich glaube, das ist noch einem, oder es ist noch nicht ganz die Balance, möchte man finden. Aber es sind einfach noch Hindernisse da. Aber schauen wir mal, was kommt sonst noch in der Liebe? Skorpion, ja. Nehmen wir noch eine. Neun der Stäbe. Ja, jemand ist noch etwas verschlossen, sehe ich hier. Wir haben hier neun der Münzen, acht der Kelche, vier der Münzen und 10 der Stäbe. Also falls du Single bist und auf der Suche bist, ist es ganz wichtig, dass du dir erlaubst, dass du eine Brücke hast zwischen Berufsleben und Liebesleben. Also nicht nur auf etwas fokussieren. Das heißt, nicht nur auf die Liebe fokussieren, sondern auch auf das Thema Selbstverwirklichung oder Beruf. Und auch umgekehrt. Also nicht nur auf das Thema Beruf fokussieren und Geld, sondern auch auf die Liebe. Du brauchst eine Brücke, weil ich glaube, du brauchst beides. Das ist ganz, ganz wichtig, lieber Skorpion. Ich sehe hier eine 9 der Münzen-Energie, kann für Single sein. Falls du schon länger Single bist, sehe ich hier, dass sich ein neuer Weg auftut, eine neue Richtung. Aber es ist gut möglich, dass es für dich nicht so einfach ist, diese Richtung konstant zu gehen, weil ich sehe hier, dass sich etwas wiederholen könnte, dass du Acht geben musst, dass sich etwas nicht wiederholt. Ich sehe hier kleine Spiralen, also Kreise drehen, obwohl du diesen neuen Weg gehen möchtest. Ist es aber, musst du Acht geben. Kann sein, dass das Universum dich testet, ob du wirklich bereit bist für diesen neuen Weg. Weil ich sehe, dass du etwas mitschleppen möchtest auf diesem neuen Weg. Und diese 10 der Stäbe, das können Sorgen sein von jemand anderem. Das müssen nicht muss nicht deine Energie sein, ganz, ganz wichtig. Es kann sein, dass du eine Energie mitschleppen möchtest, obwohl die Person das eigentlich gar nicht möchte. Und hier gilt es einfach, diese Energie, wenn es vor allem nicht deine ist, wirklich ein bisschen loszulassen. Du darfst helfen, tragen, aber reiße die Energie nicht an dich, lass die wirklich fließen, weil was sein soll, wird kommen. Denk daran. Weil ich sehe hier, dass eventuell ein Test kommen könnte, ob du in ein altes Muster fällst oder nicht. Falls du auf der Suche bist, eben nach Liebe, könnte hier eine Person kommen, die schon etwas länger Single ist und das könnte eventuell auch dein Test sein, ob du etwas wiederholst. Also überlege ganz genau, was für ein Muster hast du beim Thema Liebe? Was wiederholt sich immer? Und sei achtsam, weil ich habe das Gefühl, wenn du das bewusst wahrnimmst, kannst du diese Spirale jetzt durchbrechen. Jetzt ist die Zeit, um das zu durchbrechen und die 10 der Stäbe loszulassen. Eben dein Gleichgewicht zu finden, dich auch zu nähren und nicht nur die anderen. Falls du in einer Verbindung sein solltest, sehe ich hier eben irgendwie Berufsenergie ganz stark. Das Thema Erfolg, das Thema Frei sein. Und ich sehe, dass sich hier ein neuer Weg auftut. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass beide diesen neuen Weg gehen. Weil ansonsten könnte irgendein Thema aus der Vergangenheit zurückkommen. Und dieses Thema liegt schwer. Und hier gilt es einfach herauszufinden, Stück für Stück, wie sieht dieser neue Weg aus und achtsam zu sein, welches Thema kommt nochmals hoch, was ist doch noch nicht ganz aufgelöst zum Beispiel. Weil eben 10 der Stäbe deutet immer darauf hin, dass man etwas abwerfen kann, wenn man möchte. Und hier liegt die Möglichkeit, wenn man es erkennt. Warum 9 der Münzen, Skorpion? Ja. Ich sehe hier wirklich wieder 10 der Stäbe. Hier liegt eine schwere Last. Vielleicht ist etwas in der Vergangenheit vorgefallen, auch bezüglich Finanzen. Und das hat so ein bisschen Narben hinterlassen, sage ich jetzt. Aber diese Energie ist vorbei. Hier ist die Leichtigkeit. Man kann aufatmen. Das ist jetzt interessant.
Fünfter Schwerter und die Hohepriesterin. Aha. Auf achter Kelche. Eben, egal ob du in einer Verbindung bist oder nicht, spielt keine Rolle. Hier ist dieser neue Weg. Und dieser neue Weg ist für dich oder für euch, weil dort liegt die Hohepriesterin. Hier liegt aber auch fünfter Schwert, das heißt, hier liegt auch noch eine Sabotage-Energie. Es kann sein, dass dich etwas zurückziehen möchte. Eben dieser Test, habe ich das Gefühl, oder etwas, was sich wiederholen möchte. Das kann ein Gefühl sein, das kann ein Nicht-Selbst-Thema sein, das können aber auch Personen sein. Also hier einfach achtsam, also sei da wirklich achtsam, weil hier möchte dich jemand oder etwas eine Energie wie zurückziehen. Bube der Schwerter und Ass der Münzen. Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, mit vier der Münzen, gib Acht, an was du festhältst. Hältst du an einer Vorstellung fest? Und vor allem, wenn du schon sehr, sehr lange daran festhältst, also wenn du jetzt an dieser Vorstellung schon seit Jahren festhältst, habe ich das Gefühl, ist etwas aus dieser Vorstellung nicht ganz echt. Und du merkst das vielleicht nicht. Es muss nicht die ganze Vorstellung sein, es kann ein kleines Detail sein. Weil ich sehe, hier kommt eine Information auf dich zu, die dir das zeigt, was sich wiederholt, was du jetzt freigeben sollst. Weil wenn du das tust, kommt hier eine Chance. Ass der Münzen, hier kommt eine riesige Chance. Aber nur, wenn du erkennst, dass diese Spirale da ist, dass etwas wieder hochkommt. Und das Universum zeigt dir das. Du siehst es eigentlich sofort. Aber du hast einen freien Willen. Vergiss das nicht, lieber Skorpion. Du entscheidest, was du daraus machst. Ich sage das immer wieder, das Universum bringt uns so viele Chancen und auch Zeichen, aber wir sehen nicht hin. Oder wir sehen hin, aber möchten sie nicht wahrhaben. Die Liebenden, oha. Also die Herzensenergie ruft, die Liebe ruft und man möchte diese Liebe zurückgewinnen oder aktivieren. Aber es ist nicht ganz so einfach. Es ist wirklich diese Schwere, aber die Chance für diese Schwere abzuwerfen liegt da. Ganz, ganz klar. Die liegt da. Also falls du schon länger in einer Beziehung bist und ihr habt Probleme, sehe ich hier, dass das Universum euch eine riesige Chance gibt. Aber indem das Universum euch aufzeigt, was für eine Spirale da liegt, welche Spirale jetzt durchbrochen werden darf. Was ist der Rat, lieber Skorpion? Was ist der Rat? Zwei der Münzen. Es kann sein, dass etwas zu viel ist und dass du früher oder später eine Entscheidung treffen sollst. Ich sehe hier auch nicht nach Liebe betteln und auch, also kenne deinen Wert. Ganz, ganz wichtig, erkenne deinen Wert und versuch in der Fülle die Liebe zu leben und nicht im Mangel. Das sehe ich ganz viel, dass viele im Mangel die Liebe leben und das ist eben dann nicht echt, das ist dann Abhängigkeit und verzweifelt sein, oder? Und hier wirklich erkenne deinen Wert. Du bist keine Ersatzbank. Du bist auch kein Ersatzspieler. Stelle das Gleichgewicht wieder her. Auch mit dem Thema Selbstliebe darfst du gerne dich damit beschäftigen, falls das dein Thema ist. Was liegt im Schatten, lieber Skorpion? Einige haben es vielleicht mit zwei Personen zu tun oder eben noch mit einem Drittthema. Das kann eben das Thema Finanzen oder Beruf sein. Oder dein Gegenüber hat das. Liegt hier ganz im Schatten, wird aber nicht so wahrgenommen wahrscheinlich. Und ich sehe auch, dass ganz viele Zeichen kommen. Ich habe jetzt vorher gesagt, dass du die Zeichen eigentlich siehst, was ich wiederholen möchte. Diesen sogenannten Test, sage ich jetzt mal. Aber hier liegt es im Schatten. Sei wirklich achtsam.
weil es kann sein, dass du unglaublich viele Zeichen bekommst, ob sie nicht siehst oder nicht oder wegsiehst. Also schau hin, du bekommst sehr viele Zeichen. Ja, mein lieber Skorpion, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.